Okay, ja, hallo und willkommen zu Episode Nummer 16 von Peters Büchertisch. Und zu Gast habe ich heute Verena Brandl mit ihrem brandneuen Debütroman Glas, erschienen bei Septime. Hallo. Stell dich mal vor, sag mal, was die Leute über dich wissen sollen. Was sie über mich wissen sollen? Also ich bin die Verena und man hört es vielleicht, aber ich komme nicht aus Wien. Ich komme aus Tirol. Wie die meisten Wiener kommen nicht aus Wien. Ja, ich bin nach Wien gekommen zum Studieren. Ich habe eine Liebe für Bücher und vor allem auch für das Schreiben. Und ja, jetzt bin ich einfach sehr, sehr glücklich, dass ich mit Septime so einen schönen Verlag gefunden habe, der mit mir das macht. Nicht ablenken lassen vom Hund. Ja. Ja. Du bist zum Studieren gekommen. Was hast du studiert? Natürlich, wie es sich gehört, Komparatistik, also vergleichende Literaturwissenschaften. Haben wir das nicht alle? Irgendwo schon, aber ich bin ein bisschen in der Informatik tätig, also ich habe ein breites Spektrum, was mich interessiert. Informatik ist eine perfekte Nebentätigkeit zum Schriftstellerleben finanzieren. Ja, es ist ja spannend, also man kommt ein bisschen aus seiner Blase raus und lernt auch ein bisschen andere Sichtweisen und Denkweisen kennen, was sehr spannend ist, also es macht sehr viel Spaß, sich da ein bisschen auszuprobieren und Gott sei Dank haben wir ja die Möglichkeit, in Österreich da vollkommen frei zu sein und sich selber wieder zu finden. Ja, so ähnlich ist mir auch gegangen. Ich habe nur Komparatistik studiert, aber die Möglichkeit fühlt sich gut an. Ja, voll, oder? Ja. Zu deinem Buch, das mit dem Cover, das ich ein bisschen nach vorne halte, dass man vielleicht die Kamera auffängt, weil so dünne schwarze Linien auf weiß sind schwer zu sehen von weit weg. Sonst schneide ich ein Bild hinein mit dem angefressenen Apfel, wo schon die Würmer anfangen oder vielleicht haben die Würmer den Apfel angefressen. Ist gleich sehr evokativ. Erzähl uns mal ein bisschen was über das Buch, einfach grundsätzlich. Oh, grundsätzlich. Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass dieser Roman schwer zum Zusammenfassen ist. Finde ich auch. Ja. Was ihn aber, glaube ich, umso spannender macht. Ich glaube, alles, was man in 5 Sätzen zusammenfassen kann, ist für mich persönlich nicht ganz so spannend, aber alles, wo man ein bisschen daran nagt und sich ein bisschen ausprobieren muss, da hat man ganz andere Freude dann dabei. Wenn man ein bisschen selber Interpretationsspielraum hat, dann beim Lesen. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, es geht um eine junge Frau, die mit ihrem Selbstbewusstsein Probleme hat, weil sie eben nicht vorhanden ist, mehr oder weniger, und die eben auch auf der Suche nach sich selber ist und wer sie ist und was sie eigentlich will und das ist halt ihre Geschichte und es geht viel darum, was sie denkt und um Wahrnehmung, wie sie wahrgenommen wird, wie sie denkt, dass sie wahrgenommen wird und wie das wiederum die Wahrnehmung der anderen auf sie verändert. Und ähnlich kompliziert wie Selbstwahrnehmung zeigt sich dann auch der Roman gewisserweise in der Ausführung durch wenig Handhalten für die Lesenden, was Handlungsablauf, was Erzählsituation, was Wahrheit, also innerfiktionale Wahrheit und Unwahrheit betrifft. Wenn man so ein großes Thema aufmacht, also so ein kompliziertes Thema, und sich dann auch noch dazu entschließt, es wirklich auch formell, auf der formellen Ebene durchzuziehen. Wo hast du da für dich jetzt die Anhaltspunkte, die kleinen Handgriffe gesetzt, dass man sich doch irgendwie durchschwingen kann? Weil es funktioniert sehr gut, aber das nachzuvollziehen, warum genau es funktioniert? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das geht so ein bisschen in diesen Schreibprozess rein, wie man sowas angeht oder wie ich sowas angegangen bin. Und ich habe da eigentlich sehr stark in Momenten gedacht eigentlich. Mhm. Also es hat da so Momente gegeben, also Momente, die ich aufschreiben wollte, wo was passiert. Ich weiß nicht, wie andere Menschen schreiben, aber ich schreibe nicht chronologisch oder habe es zumindest hier nicht gemacht. Das heißt, ich habe Stellen früher geschrieben, andere Stellen später, die aber eigentlich im Buch früher kommen, weil das Schreiben ist ja ein
ein kreativer Prozess und das muss ja, also für mich muss das in diesem Moment passen und ich weiß, ich muss das jetzt schreiben und dann macht es Sinn und dann wird es klar und dadurch habe ich in meinem Kopf schon ungefähr gewusst, ich kenne meine Momente, die ich drin haben möchte, meine Höhepunkte und natürlich auch diese Grundaussagen, die ich drin haben möchte. Und das hat sich dann so ergeben, eigentlich in kleinen Stücken. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass der Roman schon irgendwo fragmentarisch ist. Und auch wenn du nachher diese Stellen halbwegs chronologisch wieder zusammengesetzt hast. Genau, ja, aber die Stellen seien eigentlich in sich so, für mich während des Schreibens so als Kapitel, wenn man so will, entstanden. Und so habe ich für mich eine Chronologie auch schaffen können. Mhm. Und das war für mich ganz wichtig. Ich glaube, das Thema und auch generell die Grundidee von dem Roman bietet sich an für so eine Art Schreibweise, weil es eben nicht so ist, oft in einem Reiseroman von A nach B beispielsweise wäre chronologisch logischerweise zu schreiben. Aber hier diese Szenen, auch wenn sie Einfluss auf das Selbstbild der Protagonistin haben oder auf den Stand der Geschichte Einfluss nehmen, ist es nicht so, dass wenn man jetzt eine psychologische Veränderung schreibt und die dann wo an eine andere Stelle schiebt, dass es so viel Unterschied macht, weil es eben ein ständiges auch hin und her ist, ein Hinein- und Hinausfallen aus gewissen Problemen. Genau, ja. Mit verschiedener Stärke jeweils zurückkommend. Die Erzählsituation, das Wechseln vom Ich zum Sie, zum, ich glaube sogar mal Du, gibt's auch, ja. Ja, genau. Dass man sich oft gar nicht sicher ist, wer jetzt spricht, wer jetzt über wen spricht, oder ob das Du und das Ich und das Er vielleicht oder das Sie vielleicht die gleiche Person sind, die sich nur, keine Ahnung, wie man manchmal Selbstgespräche führt, mit sich selber schimpft oder sich aus einer Situation herausnimmt und versucht, ihn von außen zu betrachten. Dem zu folgen ist deshalb nicht immer ganz leicht und ist auch gut so, weil gleich zu Beginn weil die gleiche Erzählsituation nicht immer die gleiche Erzählsituation ist. Das Er und das Sie, das Auktoriale, ist nicht immer die gleiche Person, die spricht. Genau, die befinden sich teilweise in unterschiedlichen Lebenssituationen oder in verschiedenen Zeiten. Es gibt dieses Ich, das die eigentliche Erzählung immer wieder auch unterbricht. Und ich glaube, man merkt relativ schnell, dass die aus einer anderen Zeit, wenn man so will, auch kommt und da quasi diese Handlung irgendwo kommentiert. Mhm. Und das macht natürlich auch Spaß beim Schreiben, wenn man sich da ein bisschen austoben kann und diese Freiheiten hat. Erstaunlicherweise ist das Ich fast die aktivste Erzählfigur. Also mit der meisten Personalisierung. Das Ich sagt wirklich, also gibt zu erzählen. Während wenn es sagt, die Person hat das und das getan, aber ich bin mir nicht mehr sicher oder sowas. Das ist klar, das klingt, als würde jemand eine Geschichte erzählen. Genau. Wenn während die auktoriale Situation und alle anderen möglichen Situationen sehr viel weiter weg sind von der direkten Handlung. Genau, die Ich-Stimme ist relativ dominant, würde ich jetzt mal behaupten, und hat eine sehr, sehr starke Meinung, was natürlich ein großer Kontrast zur Hauptperson selber auch darstellt. Weil die ist das ja eigentlich überhaupt nicht dominant, fügt sich eher den Meinungen der anderen und dieses Ich, das spricht da dann immer sehr stark und sehr, 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 sehr zielgerichtet auch und auch sehr verurteilend irgendwo. Ja, sehr streng. Sehr streng, ja, ja. Ja, aber genau aus diesem Ich kommen auch die verschiedenen, ein paar verschiedene Interpretationsansätze. Es gibt aktiv Hinweise auf das, was man versucht, irgendwie herauszufinden. Aber die sind nicht immer gleich und die widersprechen sich manchmal auch, weil sie ja nie direkte Hinweise sind, sondern Andeutungen.
Und vielleicht muss man aufpassen, sich nicht hinters Licht führen zu lassen, um seine eigenen Interpretationen da nicht leiten zu lassen, ohne es zu merken. Ja, dass man sich da nicht zu schnell manipulieren lässt von dieser Ich-Erzähler-Stimme. Ja. Und auch einer dieser Anhaltspunkte, die ja sehr stark schon vom Cover weggehend vorhanden sind, ist sozusagen Fixpunkte der Interpretation, sind Namen, gleich am Anfang das Bibelzitat, das Buch eröffnet, natürlich Glas und der Apfel und dann ist die Eva, ist die Protagonistin und sie fürchtet sich vor Eden oder Eden. Also es sind lauter Worte, die sind ganz klar belegt mit etwas. Aber es ist nicht nur so, dass das einfach solche Worte sind und da kann man diese Verbindungen dann irgendwie aus den Namen ziehen. Ich finde, das ist gleich dieser Kern. Eva hat Angst vor Eden. Ist ja eine Umdrehung eigentlich der Bedeutung in der Geschichte. Es ist ja Eva als Person, Eden wird auch personifiziert, aber hat dann Angst davor. Nicht, sie wünscht sich das zurück oder sie will es zerstören oder was auch immer man interpretieren könnte. Nein, sie fürchtet sich davor. Und in der Angst vor etwas, vor einer gewissen, natürlich ist Eden eine negative Person in dem Buch oder in ihrer Haltung, aber in ihrer Unsicherheit, in ihrer Paranoia, in ihrer grundsätzlichen Angst, ist es ja geht sie immer weiter weg von einer möglichen Zentralisierung ihres Lebens, von einer Heimat, von einem Ding. Und wenn Eden das nicht eine perfekte Heimat symbolisiert oder suggeriert, dann weiß ich nicht was. Und das ist aber sehr gut, weil es nämlich eben die Geschichte fast irgendwie umdreht. Genau, es ist dieser Konflikt und auch dieser Zwiespalt oder Ambivalenz, den die Menschen, würde ich jetzt mal behaupten, so grundsätzlich in sich tragen. Es ist ja sehr oft dieses, man glaubt, es ist etwas passiert, aber man ist auch nicht ganz sicher oder man erinnert sich falsch und je länger das her ist, desto mehr überlegt man sich, ja, wie war das jetzt nochmal genau? Mhm. Und die Frage nach Heimat ist eigentlich ein schöner Ansatzpunkt, weil es geht teilweise auch um Heimat oder auch ums Exil. Ja, Heimat muss ja nicht einmal als Ort gemeint sein, sondern als Zustand, als sich zu Hause fühlen, sich sicher fühlen. Weil das ist ja das, was hier genommen wird oder was sie sich dann auch selber nicht schafft, wieder zusammenzubauen. Sie fühlt sich nirgends mehr sicher. Genau, ja. Aber irgendwie ist es eine ideale Heimat, die sie verfolgt, von der sie davonläuft. Also, das Ideal, vor dem wir eigentlich alle oder viele, die da zu einem Ideal hinlaufen eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft. Es gibt dieses Ideal, was es denn nun aktuell auch sein mag. Das ist aber vielleicht nicht immer, es ist nicht alles Gold, was glänzt, sagen wir mal so. Mhm. Es ist ja auch, das Buch hat wenige sehr positive Momente, wo sich jetzt alle gut fühlen und irgendwas Tolles passiert. Und die wenigen, wo es dann bergauf geht, so viel Spoiler sei erlaubt, es ist nicht immer alles nur Misery Porn. Nein, so ist nicht gemeint. Aber es ist auf einer. Dieser Moment ist in der Mitte ungefähr, oder ist es ungefähr? Wo es diese Chance gibt. Diese Möglichkeit. Und dazu wollte ich dich fragen, bist du der Meinung, dass auch in einer Tragödie, also, die es vielleicht ist oder eine, diese Hoffnung, diese Chance von Normalität notwendig ist, um eine Erzählung zu stabilisieren, um es nicht zu einseitig werden zu lassen? Oder rein vom Erzählerischen her denke ich schon, dass es sich irgendwo ausgleichen sollte und irgendwo eine Balance drin sein sollte. Ob die jetzt, ich denke, Hoffnung ist eigentlich so ganz ein zentraler Punkt, der die Menschen eigentlich immer weitermachen lässt. Und sei es nur,
die Hoffnung auf Hoffnung oder die Aussicht auf Hoffnung, die Menschen nicht aufgeben lässt und die einen weitermachen lässt. Und wenn die Eva in diesem Buch niemals Hoffnung hätte, dann hätte sie keinen Grund weiterzumachen. Dann wäre so keine Geschichte wert in diesem Fall. Ja, und sie kann sich ja auch dann erst, sie muss erst sich erarbeiten, sich Hoffnung vorzustellen, was für sie Hoffnung ist. Genau. Und dass sie das schaffen muss zu einem gewissen Punkt, das macht es dann erst dreidimensional. Ja, das ist wahr. Also für jeden ist Hoffnung ja auch was anderes. Also dieser Universalbegriff, dieser Universalbegriff von Hoffnung oder auch Glück, das kommt ja ganz am Anfang schon zentral vor. Mhm. Was ist Glück? Alle suchen wir nach Glück, aber für jeden ist was anderes. Und woran knüpfe ich mein Glück? Das ist schon auch wichtig. Also bin ich glücklich, weil ich das selber in mir finde oder knüpfe ich es an eine andere Person und mache es abhängig von der Wertschätzung anderer. Oder die Idee einer anderen Person. Selbst wenn es diese Person nicht gibt, wenn man sie noch gar nicht kennt, überhaupt zu schauen, ich brauche eine Person, die so und so ist und an die will ich dann knüpfen oder an deren Möglichkeit knüpfe ich das jetzt schon von voraus. Lustig, habe ich auch gefunden den Namen von dieser Person, Aaron. Ich bin jetzt mit meinem ganzen biblischen Wissen nicht ganz up to date. Ich weiß nicht, was Aaron in der Bibel genau macht. Er ist der Bruder von Moses. Okay. Aber ich habe es einfach gut gefunden, weil schon die ganze Eden und Beginn der Welt Symbolik dann mit dem allerersten Person im Telefonbuch verknüpft wird. Und irgendwie habe ich halt das gedacht. Weil Aaron wird für mich immer irgendwie verbunden sein mit der Idee, dass er wer ganz vorne in einer Liste ist. Ja, stimmt eigentlich, gell? Steht an erster Stelle. Ja. Mit den zwei A's. Genau, kommt aus dem Witz aus dem Film Hot Fuzz, wenn du den gesehen hast. Das ist eine englische Polizeikomödie, wo sie immer einen Witz sagen von der Person im Dorf, Aaron A. Aaronson. Und ich glaube, in der letzten Szene vom Film ist ein Passant, der irgendwas tun soll. Und er fragt, und wie ist ihr Name? Aaron A. Aaronson. Und deshalb Aaron hat einen starken Eindruck von mich als der Erste. Als der Erste, ja, genau. Also kann man es auch sehen. und für sie war er der Erste, der an sie geglaubt hat, also an die Eva. Und der ihr gezeigt hat, dass sie quasi liebenswert ist, dass sie es wert ist, dass man sich um sie kümmert und dass sie es wert ist, dass man ihr zuhört und ihre Meinung etwas zählt. Genau, und das nicht alles, was sie sich irgendwie Sorgen macht, dass alles die Paranoia ist. Genau. Dass es ihre ganze Persönlichkeit ist. Alles, was man an ihr sehen kann, ist, dass es ihr schlecht geht. Genau. Er holt sie da ein bisschen raus. Er holt sie raus. Und ich denke schon, dass es irgendwo auch wichtig ist, dass wir Menschen um uns haben, die uns zeigen, dass wir gut sein. Also dieser Gedanke, dass Menschen von sich aus gut sind, das ist, glaube ich, schon ein wichtiger. Also nicht nur in der Bibel, dass der Mensch ist von Grund auf gut. Soll jetzt nicht alles biblisch interpretieren. Es ist nur das, was einem als Erster ins Auge sticht. Ja, genau. Und ich denke aber, das ist wichtig, dass man nicht automatisch davon ausgeht, dass die Menschen einem was Böses wollen, sondern dass es so mal jemanden gibt, der etwas aus purer Nächstenliebe von mir aus macht. Und die Eva hat damit ja ihre Probleme, also mit dieser Wahrnehmung, dass Menschen ihr was Böses wollen oder eben Eden. Und Aaron holt sie da ein bisschen raus und zeigt ihr, dass die Welt doch anders sein kann und dass sie sie auch anders wahrnehmen kann. Also eine Geschichte hat immer zwei Seiten und je nachdem, wer sie erzählt, also, dann ist sie ein bisschen anders. Zeigt ihr in gewissem Sinne, dass die Art und Weise, wie sie sich entscheidet, auf die Welt zuzugehen, einen Einfluss darauf hat, wie das dann wirklich ist, wenn sie alles sieht als einen Angriff oder als einen potenziellen Angriff, dann ist in der Erinnerung oder dann wird es auch dazu. Genau. Ausgenommen die echten Angriffe, die es natürlich auch gibt, die man jetzt auch nicht ignorieren darf, so wie der Roman gleich beginnt. Genau. Aber mit diesem Satz auch, mit diesem Satz, den ich mir nicht genau erinnern kann, wie er Wort für Wort gelautet hat, aber dann sage ich den ersten Satz mal kurz. Doch leider irrt der Mensch, wenn er an das Gute in sich glaubt. Und das ist ja das, genau das, worüber wir gerade geredet haben. Und wenn wer auch immer am Anfang jetzt spricht,
das als einen, als den ersten Leitsatz ausspricht, dass ich glaube nicht einmal, dass ich mein eigenes Gutes oder meinen eigenen Wert, dann legt das irgendwie eine sehr gut die Reise, also den Weg vor. Genau, es bereitet ein bisschen vor auf die Geschichte und auf das, was folgt. Mhm. Und wenn man eben nicht an das Gute im Menschen glaubt, dann glaube ich, verschiebt sich eben auch die Wahrnehmung. Dann sieht man vielleicht auch die Dinge, die vielleicht wirklich gut sind. Vielleicht sieht man die in einem anderen Licht dann und erkennt sie nicht als das, was sie vielleicht wirklich sind. Aber das ändert nichts daran, dass für diese Person diese Dinge dann schlussendlich immer noch nicht gut sein, mhm. weil sie das gar nicht sehen kann und weil sie das so nicht wahrnehmen kann. Also diese eingeschränkte Sichtweise, die man sich dadurch selber auferlegt, wenn man so eine Wahrnehmung auf die Welt hat irgendwo. Mhm. Dann wollte ich, weil dieser erste Satz ist ja zwar ein recht simpler Satz vom Bau her, aber gleich diese erste Seite, gleich der Anfang, legt sprachlich etwas vor. Das legt den Stil, auf den man sich vorbereiten kann, vor. Und er ist mir ungewöhnlich erschienen für die Art und Weise, fürs Grundthema. Später, wenn dann die ganze Erzählsituation, Herummischerei das Verwirrspiel um die Wahrheit kommt, dann sieht man, dass es, was der Roman wirklich ist. Aber wenn man nur einen Klappentext liest und es geht um eine Frau, die sich die kein Selbstvertrauen hat und dann passiert was und sie wird paranoid. Für so einen Roman hat mich der Stil überrascht. Mhm. Weil er ein bisschen komplexer und ein bisschen mutiger, was Formulierungen, was Wortspiele, was Dinge, dieses angeht, ist als der normale deutschsprachige psychologische Realismus normalerweise hat, der gewohnt in letzter Zeit, wahrscheinlich auch von vielen Verlagen angetrieben, zurückgenommen in eine gewisse Formelhaftigkeit der Sprache ist, die auch manchmal angebracht sein kann. Ja. Aber in diesem Fall sagst du gleich auf der ersten Seite, na, da gehen wir nicht hin. Das hat mir unheimlich gut gefallen, weil ich gleich von der ersten Seite einen Stil erkannt habe, mhm. der zu diesem Buch gehört und ich hab nicht 100 Seiten lesen müssen, bevor das Buch eine Persönlichkeit kriegt. Ja, das war mir ganz wichtig. Also Sprache ist für mich sowas Schönes und gerade die deutsche Sprache, die lässt so viel Spielraum zu und man kann sich da so verwirklichen mit Nuancen, mit Worten, teilweise mit Widersprüchen. Das Leben ist widersprüchlich und ambivalent und unsere Sprache lässt das zu. Und gerade so ein Thema, dafür würde ich plädieren, gerade so ein Thema sollte nicht einfach runtergeschrieben werden, sondern da kann man so viele Schichten reinbringen in so eine Erzählung, so viele Gedanken, so viele eben Widersprüchlichkeiten im eigenen Denken und wir Menschen seien widersprüchlich. Mhm. Ich glaube, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber ja. das ist mir relativ wichtig. Und also die Komplexität der Sprache ist passend zur Komplexität der Gedankenwelt und der Probleme. Und genau das ist auch das, was dazu beiträgt, einen leichter hineinzuführen. Mhm. In die Thematik, in die Tatsache, dass vielleicht nicht alles wahr ist. Hm. Wenn du vorher schon einen Satz schreibst, der sich in sich widerspricht, und das ist das Programm, also nicht immer, ist mir nur irgendwann ein Satz aufgefallen, der aber stilistisch, natürlich eindeutig Absicht ist, der bereitet einen gut vor und bringt einen in den richtigen Headspace, ja. um das genießen zu können. Ja. Genuss ist eigentlich ein schönes Stichwort, ja. weil Literatur ist ja etwas, was man genießen sollte, also auch schwierige Themen, weil das Thema ist jetzt sicher jetzt nicht so eine Wohlfühllektüre, sage ich jetzt mal. Das muss es ja auch nicht sein. Aber genießen kann man es, glaube ich, trotzdem, wenn man was Schönes liest, etwas, was einen berührt. Da, und das schafft Sprache. Mhm. Und das ist eigentlich wichtig, dass man da nicht auf irgendwas zurückgreift, was man denkt, was vielleicht der Leser oder die Leserin hören möchte oder
oder was bei den Kritiken gut ankommen kann, sondern etwas, wo man einfach sagt, das ist einfach ästhetisch schön und man hat irgendeine Freude beim Lesen oder man fühlt zumindest etwas. Und wenn das Sprache oder Literatur schafft, in meinen Augen hat die schon gewonnen. Ich denke mir das auch, dass man das zum grundlegenden Ziel haben sollte, irgendwie einen Genuss zu ermöglichen, ob sei der jetzt intellektuell oder rein, die Sprache ist so schön, oder alle möglichen, man muss sich ein Grundgerüst bauen und mit dem Ziel hineingehen, dass man irgendwelche positiven Emotionen oder schön negative Emotionen, gibt es ja auch, Melancholie oder was auch immer. Ja, die Freude am Schönen, das gibt es. Genau, auslösen kann. Und mit deiner Sprache in diesem Buch legst du gleich von vornherein sozusagen die Basislinie, die Grundlinie wie bei einem, keine Ahnung, Lügendetektor-Text. Sag, das ist die Grundlinie, so ist die Sprache, von da gehen wir aus. Und dann machst du das sehr gekonnt, dass du auch einmal nach unten gehst. Du machst es mal simpel, das sind gar kurze Sätze und Ding. Und dann stellenweise gehst du nach oben und auf einmal ist der Satz lang und ganz kompliziert und muss schwer zu folgen. Aber wenn man die Grundlinie zu niedrig ansetzt, dann kann man nicht so hoch hinaufgehen, ohne dass es komisch wirkt. Ja. Und man hat einfach nicht so viel Spielraum. Und das hat mir sehr gefreut, dass ich deinen Spielraum gesehen habe und du bist nie ausgerissen, also in einen anderen Stil. Also dass man sagt, oh, das ist aber nicht mehr dasselbe Buch, sondern das hat immer gut funktioniert. Ja, allein mit diesen vielen Stimmen hat man natürlich auch mehr Freiraum, sich da ein bisschen auszutoben, sage ich jetzt mal. Da ja verschiedene Stimmen sprechen, können die auch anders klingen, ohne dass man sein Gesicht verliert. Mhm. Oder der Roman irgendwie, es wirkt, als würde nichts mehr zusammenpassen. Also das war schon schön, dass man da so solche Freiheiten dann, oder ich. Auch diese Stimmen halbwegs anonym zu lassen, über lange Zeit. Ja. Dass man sie doch verändern kann. Hättest bis zu der letzten Seite, hättest du die Stimmen vielleicht noch wem anderen geben können oder ganz anders machen können. Das ist zu was ich dich noch fragen wollte. Wie läuft bei so einem Buch, das doch komplex ist und Ding, das Lektorat? Wie ist da, gibt es da viel hin und her? Also da muss ich sagen, das ist bei uns wirklich sehr, sehr super abgelaufen. Also das Lektorat jetzt im Septime Verlag, das war so erstens eine sehr, sehr wertschätzende Umgebung und das Tolle an so einem Lektorat ist natürlich, man schreibt es und dann kommt halt jemand her und gibt halt Hinweise und sagt, ja, da oder dort muss man vielleicht nochmal nachdenken und das sind so Denkanstöße, die man dadurch bekommt, wo man dann sagt, ja, stimmt. Und da muss man noch ein bisschen klarer werden oder das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu verwirrend und dann kann man das wieder entwirren und wenn man es dann selber nochmal mit diesen Hinweisen und diesen Anmerkungen liest und umschreibt oder Kleinigkeiten ändert, dann merkt man einfach, dass so ein zweites Augenpaar, das da drüber schaut, unheimlich wichtig ist und die Qualität auch unheimlich steigt dadurch. Also ich war richtig, richtig happy, das war wirklich toll. Und ich habe das Gefühl, es ist wirklich einfach dann auch, einfach man hat auch diese Sicherheit, dass da jemand drüber schaut und das als quasi Erstleser liest, abgesehen von Freunden halt, die das vielleicht davor schon mal gesehen haben und wirklich ehrlich ist und da einfach Feedback gibt, das ist sehr wichtig und war eine für mich eine sehr tolle Erfahrung. Also was ich daraus höre, bist du keine Schriftstellerin, die so ganz streng ist und sagt, so wenig wie möglich Änderungen, ich will gar nicht, dass mir das Lektorat da irgendwie reinredet. Ach. Es gibt ja Leute, die sind da etwas strenger, oder Leute, die lassen sich mehr sagen. Das stimmt, also wenn die Anmerkungen gut sind und das Sinn macht, dann natürlich nicht. Also dann bin ich mir dankbar, wenn mir jemand darauf hinweist, hey, da ist vielleicht ein Perspektivenfehler drin. Also es sind ja Kleinigkeiten, es ist ja nicht so, dass sie sagen, ich muss jetzt alles umschreiben, also. Aber das sind so Kleinigkeiten und jeder, der das nicht annimmt und sagt, hey, danke für diesen Hinweis, da bin ich wirklich happy. Es hat alles besser gemacht. Jede Anmerkung oder zumindest die meisten waren wirklich da mit dem Sinn und mit dem, natürlich auch fundiert, mit dem Argument, das ich nachvollziehen kann. Mhm. Wo ich dann sage, hey, vollkommen richtig, ja. So, ich glaube, das war ein super Abschlussgedanke. Und zum Ende bitte ich dich, noch ein kleines Stück vorzulesen
Und dafür stelle ich die Kamera um. Zum Abschluss würde ich noch gerne eine kurze Stelle vorlesen, wo Aaron vorkommt. Das heißt, ihr bekommt einen kleinen Eindruck von Aaron, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Und wie die Beziehung zwischen Eva und Aaron sich so verhält. Ein schöner Tag heute, nicht wahr? Evas Körper versteifte sich und sie drehte sich um. Da stand Aaron unter der Eiche und beobachtete sie. Wie bist du reingekommen? Durchs Gartentor. Sie blickte zu dem verrosteten Eisentor und wieder zurück zu Aaron. Seine Locken glänzten wie Gold in der Sonne und er lächelte sie an. Und was machst du hier? Dich wiedersehen und du? Ich dachte gerade über den Tod nach. Aaron hörte auf zu lächeln. Warum? Warum nicht? Aaron beobachtete sie schweigend. Weißt du, sagte Eva, wenn man über den Tod nachdenkt, dann bekommt man eine Perspektive. Das Leben gewinnt doch erst an Bedeutung, wenn einem bewusst wird, wie fragil es eigentlich ist. Wenn man darüber nachdenkt, wie es wäre, wenn es einem genommen wird. Es hilft einem dabei, die Dinge im rechten Licht zu sehen. Dann wird mir meist klar, ob ein Problem von Bedeutung ist oder ob es lediglich in meinem Geist aufgebauscht wird. Der Tod dient als Spiegel, der die Schönheit des Lebens deutlich macht. Solange ich diese Schönheit noch erkenne, muss ich mir keine Sorgen machen. Aaron unterbrach sie nicht. Er hatte sich auf die Bank gesetzt und schwieg eine Weile. Ich glaube, fuhr sie fort, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die über den Tod nachdenken, um den Sinn im Leben zu erkennen, und diejenigen, die das nicht tun. Die das nicht brauchen, weil sie von vornherein einen Sinn im Leben erkennen oder schlichtweg keinen brauchen. Sie sprach nicht weiter, sondern setzte sich neben Aaron auf die Bank. Er schwieg noch immer. Sie wartete, sie mochte die Stille. Stört es dich, wenn ich rauche? Fragte Aaron. Eva schüttelte den Kopf. Ich rieche das gern. Er zündete sich eine Zigarette an, nahm einen Zug. Das ist ein interessanter Gedanke, sagte er dann. Bisher dachte ich immer, dass Menschen einfach aus Atomen bestehen, Überreste des Urknalls sozusagen. Zum Großteil besteht der Mensch ja aus Wasserstoff, dem Element mit der geringsten Atommasse. Er besteht nur aus einem Proton und einem Neutron. Wenn man dem Schalenmodell glaubt, dann ist das Wasserstoffatom damit aber nicht zufrieden. Es sucht sich noch genau ein anderes Neutron. Warum nur eins? Weil in der ersten Schale, die dem Atomkern am nächsten ist, nur zwei Neutronen Platz haben. In der nächsten dann 8, dann 18 und so weiter. Ich dachte immer, Menschen sind wie Atome, deren Schalen nicht ganz voll sind. Dazu verdammt, immer zu suchen, bis sie die passenden Neutronen gefunden haben. In Form von Geld, Macht oder Besitz. Vielleicht in anderen Menschen. Das klingt traurig. Aaron nickte langsam. Das ist wahr. Aber ich denke, dass darin mehr Wahrheit steckt, als in all den Ratgebern, die dir helfen sollen, den Sinn im Leben zu finden. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Eva betrachtete Aaron, wollte ihn berühren. Also glaubst du an gar nichts? Aaron sah überrascht auf. Aber ja, ich glaube an vieles. Ich glaube an einen Gott, aber ich halte mich für keinen Christ. Ich glaube an Selbstbestimmung und an Glück. Widerspricht sich das nicht? Vielleicht, ja. Er wiegte den Kopf und zog an seiner Zigarette. Für manche mag es nicht funktionieren, aber für mich funktioniert es. Er zuckte die Schultern, es wirkte entschuldigend. Solange es mir hilft, einen Sinn darin zu sehen, was passiert, so lang glaube ich daran. Und sobald man nach einem Sinn sucht, glaubt man doch auch an etwas, oder nicht? Ansonsten bräuchte man keinen Sinn im Leben. Dann wäre das Leben selber genug. Eva legte ihre Hand über seine. Er reagierte mit einem Lächeln und lehnte sich zurück. Er wirkte entspannt. Die Erinnerungen an Miriams Worte, die Eva an diesen Ort geknüpft hatte, verblassten, wurden überschrieben. Mit jedem Augenblick, den sie im Halbschatten unter dem Baum mit Aaron an ihrer Seite verbrachte, entspannte sie sich mehr, vergaß ihre Furcht, ihre Befürchtungen. »Es ist normal, Angst zu haben«, sagte Aaron. »Wir haben alle Angst, aber wir dürfen unsere Entscheidungen nicht aus Furcht treffen. Wir müssen unsere eigenen Entscheidungen treffen, trotz der Angst. Wir müssen den Idealist in uns anerkennen.« Er sah sie an, aus seinem Blick sprach eine leise Wehmut. »Ich glaube aber, dass du das bereits weißt, Eva.« Sie senkte den Blick und betrachtete ihre Hände. Dann seine, von der Arbeit gezeichnet, groß, kräftig, eine heilende Sicherheit ausstrahlend im Kontrast zu den ihren, die noch unverbraucht und unsicher waren.
Ich hoffe, dass du recht hast. Aaron legte seine andere Hand über ihre. Bestimmt.